So, einen wunderschönen herzlich willkommen zu einem von vielen Specials, die jetzt so die Tage, Wochen folgen werden. Und zwar, genau. Hi. Das ist total viel kalibriert, also schon besser. Ich habe ja in meinem Testforum eine kleine Fragerunde gestartet, wie es hier aussieht, so mit Vorschlägen. Und was wir jetzt die Folgen als allererstes machen werden, diese Woche, ist ein Vorschlag von dem guten Herrn oder der guten Dame Solars. Ja, und zwar seine Map Karstenhafen oder Karsthafen. Ja, wurde mir wie gesagt vorgeschlagen. Ich habe sie selber auch schon früher tatsächlich beim Durchstöbern des Forumabschnittes gesehen, gedownloadet und mal ein bisschen durchstöbert. Allerdings war die Map damals für mein Verständnis viel zu groß. Was ich aber weiß von damals ist, dass die Map komplett Vanilla-kompatibel ist. Das heißt, man braucht, um diese Map zu durchstöbern, keinerlei externe Mods. Hier wird wohl irgendwie erwähnt, dass man dafür World Edit braucht. Verstehe ich allerdings nicht ganz, weil World Edit hinterlässt in einer Welt keine Abhängigkeiten. Das heißt, man kann die Map auch benutzen, ohne World Edit zu haben, soweit ich weiß. Ich hoffe, ich liege da nicht falsch. Sonst würde ich persönlich World Edit auch nicht benutzen. Ja, das ganze Ding ist 5 GB groß. Ich hoffe, ich werde dieser Map gerecht. Das Ganze gibt es auch als deutsches Sweat. Und es gibt von dieser Map auch einen Fork, wie ich jetzt vorhin mir erlesen habe. Und zwar Karstenhafen Subway. Warum sage ich mal Karsten? Karsthafen Subway. Die habe ich allerdings noch nicht gedownloadet, weil ich habe die jetzt gerade vor 10 Minuten oder so entdeckt, dass es sowas hier auch noch gibt. Also nur, dass ihr es wisst, ne? Ja, von daher würde ich mal sagen, springen wir da auch mal rein. Genau. Danke dafür. So, Karstenhafen Baubeginn 7.5.2013, ist also schon ein bisschen betagt. Zuletzt aktualisiert, ich glaube, das haut nicht ganz hin. 11.2.2019? Nee, das Update ist neuer. Die Version ist ja jetzt von 2020 irgendwie wann. Ja. Man sieht schon alles, ne? Schön nichts Neues, klar. Wie gesagt, ist komplett Vanilla. Messing. U-Bahn haben sie auch. Sehr schön, sehr schön. Und viel mehr als den Spawn habe ich auch noch nicht gesehen. Weil ich hab die Welt bisher nur betreten, um zu gucken, ob die Welt überhaupt funktioniert, so mit ohne Mods. Genau. Von daher gucken wir uns mal ganz kurz hier um. Ich habe kein Fast-Privileg, natürlich. Grant me fast. Wir wollen die Welt ja schließlich ein bisschen beäugen hier. Oh, die guten alten Apfelbäume waren natürlich auch direkt am Start hier. Ganz schön breite Wege. Ich weiß, es gibt von der Map irgendwie auch eine Map. Ja. Von der Map gibt es irgendwie auch so eine Landkarte. Die ist mir allerdings ein bisschen zu verworren. Hier geht es direkt hoch. Gucken wir uns. Siehst du, wir können mal ein paar Schilder lesen. Königsdorf, Königsschloss. Es gibt da wohl auch eine Map. Ich habe die mir aber nur so spontanisch angeguckt. Ich weiß also nicht, was uns erwartet. Ich weiß nur, dass diese Map halt fucking groß ist. Tennisstation, Weltenrennen. Okay. Vom Weltenrennen habe ich doch irgendwie letztens was im Thread gelesen. Das ist wohl relativ neu. Architektendenkmal. Achso, jetzt noch dieser. Genau. Architektendenkmal ist der Spawn selber. Mit komischen Messingbäumen oder was auch immer das darstellen soll. Hier geht es nicht weiter. Und hier geht's so, genau, zum Weltenrennen. Wir können uns ja mal diesen Weltenrennen mal angucken. Achso, genau, hier geht's zur U-Bahn. Oha. Ja. Die Welt wurde offensichtlich mit World Edit hart bearbeitet. Gut, ist ja klar, wenn es eine Abhängigkeit ist.
Man sieht so an manchen Stellen diese Schattenfehler, die World Edit hinterlässt. Wo auf einmal Schatten ist, ohne dass da was drüber ist. Das ist meistens ein Anzeichen für Benutzung von World Edit. Was ist das hier für ein Zeichen? Dem sind wohl die Meselampen aufgegangen, oder? Kann das sein? Was soll das darstellen? Mal lesen. Das soll ein Punkt, Punkt, Punkt darstellen. Richtung, Richtung. Ah, ein Bahnhofsschacht, der ein bisschen dunkel ist. Tennisstation. Aha. Oh, ein Kopfbahnhof. Interessant. Achso, jetzt sind die wieder da, wo ich gerade angekommen bin. Schönes Stadion hat er auch noch gebaut hier, zum Tennisstadion. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. 2 zu 4 zu 30? Ah ne, 2 zu 4 in der 30. Minute, irgendwie sowas. Aber das nochmal 30. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Sport, vor allem mit Tennis, absolut nicht aus. So, hier sind wir gerade reingegangen. Genau. Dann folgen wir mal dem Weg hier weiter. Da geht es auch nochmal zum Tennis. Und hier geht's zum Weltenrennen Karstenhafen. Tennisstation, Nordeingang, Architektendenkmal. Dann dürfte das ja die Richtung sein, von der wir kommen, ne? Ich will mal direkt mal zu Karstenhafen, weil Karsthafen, okay. Hat wohl relativ, also ist wohl eine relativ große Stadt. Muss mal hier mein Sichtfeld ein bisschen erhöhen. Ist ja relativ hoch. Auch jetzt lädt er. Sehr seltsam. Kann das sein, dass es der V6-Map-Gen ist? Die Welt sieht so schön, so schön, nicht so extrem aus wie der V7-Map-Gen, ne? Aber gut, wenn die Map von 2013 ist, dann dürfte es wirklich der V6 sein. Weil 2013 gab es den V7, glaube ich, noch gar nicht. Macht also voll Sinn. Ah, die erste Stadt. Nicey-dicey. Und die erste Brücke. Oh, Alter, komplett aus Holz. Wenn hier mal Feuer ausbricht, dann gute Nacht. Wow. Das Ding erinnert mich gerade ultra an Half-Life. Die eine Stelle, wo da auch dieser Bootslegeplatz überdacht ist. Zutritt für unbefugte verboten, Lebensgefahr. Ach, na, dann gehen wir doch gerne hoch. Was verboten ist, machen wir gerne. Von wegen Lebensgefahr, ist doch voll easy hier. Hier ist ein Schild? Nee. Schöne Aussicht. Aber da oben haben wir noch bessere Aussicht. Johnny Moore. Schöner Sprungturm. Kommen wir hier hoch? Ah, ja, mehr oder weniger. Yay! Ach so, hier wären wir sowieso entlang gekommen. Ah, verstehe. Okay, dann folgen wir den Weg mal. Das sieht schon geil aus. So diese ganzen Klippen und so von meinem Test ist eines der Features, die ich am meisten mag. Nein. Da hinten. So, so geht nicht. Egal, kommen wir eh gleich lang. Da sieht es aus wie so ein Display oder sowas. Doin, 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 doin. Ist schon geil. Achso, übrigens, für die Leute, die Map auch mal spielen wollen, blende ich mal hier die Koordinaten ein. Damit man mal sieht, wo ich gerade bin. Damit ich auch selber überhaupt noch sehe, wo ich überhaupt gerade bin. Sieht schon geil aus.
Die Schrittgeräusche auf dem Cobblestone ist natürlich relativ laut, ne? Das ist, aber gut. Metro, wie der U-Bahn. Ich meine, bei der U-Bahn gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen wahrscheinlich, weil es ja nur Vanilla, mein Test. Wobei, doch, sieht es anders aus. Wow. Wow. Okay, er wird ja direkt wieder überrascht. Und direkt eines Besseren belehrt. Ich verstehe nur nicht, was diese Diamantendinger hier sein sollen. Soll das einfach nur Zierde sein oder? Ui, schöne Lampen. Nice. Ich könnte eigentlich direkt mal. Oh Gott. Jetzt blamier ich mich. Cards, Card. Grant me. Ah, sehr schön. Okay. Nani? War gerade an meinen Klon angelehnt mit Denken, wo man ja W drücken muss, um zu beschleunigen, aber hier ist ja noch mit Klicken, dass man draufschlagen muss. Yay! Eine Bahnfahrt, die ist schön. Eine Bahnfahrt, die ist geil. Okay. Bleib bei mir. Hey, bleib bei mir. Geht doch. Wie schafft es eine Map, wo nur Vanilla mein Test drauf ist, so zu laggen? Meine CPU ist nicht mal ausgelastet. Warum laggt das denn so? Lalalala. Ja, das ist halt leider eins der Feature, ne, die natürlich durch Advanced Trains wirklich schöner gemacht werden können, dass man nicht hier so eine 90-Grad-Eckkurven hier haben muss. Da sieht das doch schon ein bisschen komisch aus. Ist ja schon dunkel draußen. Yay! Schon ist wieder Tag. Nice. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Oh, bei einer Stadt. Und bei dem schönen Glasbahnhof. Holy shit. Holy shit. Aber ich werde wieder ein bisschen hoch. So. Sehr gut. Mit ein bisschen mehr Sichtweite kann man ein bisschen mehr sehen. Abtanzen auf Ebene 2. Club 66. Okay. Sieht es hier nicht gerade sehr clubhaft aus, aber mal gucken. Ebene 2. The question is, who the fuck is Ebene 2? Oh, Restaurant. Oder so ähnlich. Geronimo. Latsch. Oh, ich dachte, hier geht's raus. Nee, hier geht's uns voraus. Okay. Wow, Ronny. Wow. Autsch. Wie hast du das nun wieder geschafft? Du hast dich erfolgreich irgendwo hingebracht, wo du nicht wieder rauskommst. Ist doch nicht wahr. Und du bist fast tot.
ich dachte, in Vanilla-Mindtests sterben können nur Noobs. Da bin ich wohl selber einer. Aber egal. Nein, bin ich falsch. Da geht's raus. Nice. So. Okay. Carsten Ha. Ah, wir sind bei Karsthafen. Die Stadt des Holzes. Schnieke. Ach du Kacke. Holy moly. Holy moly. Ja, das ist schon geil. Was schaffen wir uns noch ein bisschen Überblick hier? Zumindest, wenn er mal mehr Map-Blocks hier laden würde. Mehr Map-Blocks sendet der Server scheinbar nicht. Schade. So. Wir kamen von da. Das ist der Bahnhof. Eine riesige Kirche haben die hier auch. Kirche. Palazzo und diverse Häuser. Ah, so eine Art Straßennetz ist ja auch erkennbar. Wobei, naja. Das Problem ist halt, hier ist halt sehr viel einfach nur Stein, so, ne? So komplett so Stein. Kann man so von oben Straßenverläufe kommen erkennen. Okay, also hier geht die Straße drüber. Ah, okay. Dann geht es hier lang und hier geht es dann hoch und dann kommt man. Ne, kommt man nicht. Bin ich? Silber. Ach, hier geht's hoch. Okay, genau. Und hier kommen wir dann über die Brücke, wo wir gerade drunter durch sind. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Oberes Tor. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Okidoki. Von hier kamen wir, ne? Nee, kann man nicht. Sowas könnte ich ja gar nicht machen, ne? So dieses Diagonal bauen ist bei mir so irgendwie so, werde ich nie wirklich glücklich mit. Schon schöne Gebäude, ne? Und wenn man mal bedenkt, dass es alles händisch gebaut wurde, würde ich meine, klar, manche Sachen wurden vielleicht hier und da mal hinkopiert von Ort A nach Ort B oder sowas, ne? Aber so im Großen und Ganzen wurde alles letztendlich irgendwann mal händisch gebaut. Und gut, ne, die Map ist jetzt auch schon 7 Jahre alt. Man hat also viel Zeit damit, schon richtig, aber trotzdem Respekt. Auf jeden Fall Respekt. Wo sind wir jetzt gerade überhaupt? Da ist die Kirche, das heißt, von da hinten kamen wir. Ah, Gott, wir sind ja jetzt in einem ganz anderen Teil der Stadt. Holy moly. That escalated quickly. Oh, ein Monument. Ein Monument. Ein Monument. Ein Monument mit Auswüchsen. Sieht mir hart nach Naturstein aus. Eine Sitzgelegenheit haben sie auch. Sehr geil. Der Stein der Weisen. Der Weisen und Verwahrlosten. ja. Oh, so Trampelfahrtwege hier. So, das ist geil. Also, ein Trampelfahrt wäre, wenn es Sand wäre, aber hier so ein kleines
Wanderpfade, sowas ist ja ultra nice. Schnieke. Mit der kleinen Sitzgelegenheit, leider ohne Dönerstand, aber trotzdem. Und auch eine Aussichtsplattform. Schnieke, schnieke, schnieke. Ja, das hier ist leider so ein Manko. Gut, ich meine, kann sein, dass das hier so manuell jetzt angelegt wurde, diese Blumenbeete. Aber das ist so etwas, was mich so an der frühen Mindtest-Zeit, ich meine, ich persönlich spiele Mindtest jetzt auch schon etwas länger. Und das ist auch das, was mich persönlich damals so, also woran man sehr alte Maps erkennt, dass damals Blumen halt immer nur so fleckenweise waren. Und wenn die jetzt mit neueren Mindtest-Versionen gestartet werden, dann verteilen sich die Blumen ja. Und wenn du dann irgendwo nur eine rote Blume hast und irgendwo anders dann eine blaue Blume hast und sich die dann verteilen, dann hast du halt eine Fläche, wo nur rote Blumen wachsen, eine Fläche, wo du nur blaue Blumen hast, eine, wo du nur gelbe Blumen hast. Und daran erkennst du halt sehr stark so ältere Maps. Während halt bei neueren Maps, also wenn die mit neueren Mindtest-Versionen generiert werden, ja die Blumen wesentlich verteilter sind. Da hast du also meistens durchwachsene Sachen. Aber gerade bei sehr alten Maps, da erkennst du sehr häufig das daran, dass die Blumen sehr blockhaft oder kleckshaft oder wie auch immer man das nennen möchte, stehen, verteilt sind. Ein Teich. Oha. Oha. Ist schon echt schnieke hier, ne? So, parken ist schon krass. Parkanlage an Karstbach. Verlassene Wege. Was? Verlassene Wege verboten? Hupsili. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hehehe. Immer diese Rasenlatscher. So, hier haben wir eine kleine Imbissstätte. Nice. Aber kein Tresen. Okay. Hier ist eine Küche. Oder irgendwas. Interesting. Da geht's weiter. Ha, wo ist der Weg? Hilfe, ich will nach Hause. Ich muss zu meiner Mami. Geht's hier lang? Nein. Wir sind auf ewig verloren. Kastenhafen, Fußpforte. Flusspforte. Fußpforte, was ist denn hier los? Unter der Brücke Antiquitäten und magische Gerätschaften. Oh, also ich sehe nur Bücher. Wo sind die Gerätschaften? Die sind so magisch, die sind alle unsichtbar. Nice. Wisst ihr, wie ich mich gerade unter Kontrolle halten musste, hier nichts abzubauen? Diese Zuckerrohr-Dinger da, das Papyrus. So dieser typische Drang, ne? Dieser Mindset-Zwang, alles gleich abzubauen. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet sind oder so ähnlich. Dann werden wir mal versuchen, hier mal ein bisschen. Wir kamen, genau, von da hinten kamen wir. Das heißt, wir gehen weiter in die Richtung. Geht es da weiter? Zumindest ist hier eine Bahnstrecke. Ich würde mal sagen, wir folgen der. Ach nee, hier ist ein Kopfbahnhof. Okay. Gibt es eine unterirdische Bahn? Ja. Oha, oha. Soll ich hier so eine Seilbahn darstellen? Das ist ja nice. Holy shit. Okay. Hashtag gefällt mir. Eisenbahner Fanclub. Nice. Jetzt fühle ich mich willkommen. So massig viel, was hier zu sehen gibt, ey. Aufgang zur Meeressicht. Ehemaliger Flussfahrt. Jetzt geht's wieder nach oben. Nice. Meeressicht. Aussichtsplattform bitte sauber halten. Die Höhlenwasserschotten sehen immer
Die Hochwasserschotten müssen immer freigehalten werden. Okay. Wenn du das sagst, welche Schotten? Die Schotten kommen. Was? Ich muss mir mal hier ein paar Äpfel geben, sonst krepiere ich noch. Warum hab ich überhaupt Schaden aktiviert? Klappt das hier? Dankeschön. Wichtig ist kein Esszaun. Gab es nicht beim Essen immer Zaun? Wurde wohl wegrationalisiert. Gut, ich gehe mal weiter bergab hier. Oha, oha. Ach du Kacke. Ich sehe da unten irgendwie was, aber ich traue mich nicht weiter runter zu gehen. Ah, doch, ich sehe da Licht, oder? Auch nicht. Jetzt habe ich die Zündangst. Werden wir jetzt ja hart sterben oder eher nicht so hart? Krasser Beat. Warum gibt es hier keine Fackel? Oh, Alter, ich weiß jetzt nicht mal mehr, in welche Richtung wir laufen. Da ist der Ausgang, von da kamen wir. Wenn ich jetzt, das ist 100, 270. Das heißt, wenn ich jetzt nach 90 gehe, also da müssen wir weiter runterlaufen. Ja, ich renne gerade. Deswegen kriege ich hier Fallschaden. Holy shit. Wie lang ist das? Wir werden ja halt nie wieder rauskommen. Ach, guck mal, da unten ist Licht. Oder? Ist da Licht? Da ist was. Da ist irgendwas. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da ist was. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wo immer wir sind irgendwo. Nice. Hier ist natürlich auch alles dunkel. Das heißt, es lohnt sich vielleicht doch, diesen Weg zu folgen. Oh, richtiges Secret hier, ja. Richtig Doom-like. Aber gut, wir können auch, wenn wir jetzt hier, wenn ich jetzt K und dann P mache, können wir auch einfach hier so folgen. So ungefähr. Ist doch wesentlich schneller. Alter, wie tief geht das bitte? Höre ich hier gerade was? Gibt es hier Lava? Okay. Alter, wie tief geht das? Da vorne wieder Licht? Ja, da vorne ist wieder Licht. Krasse Scheiße, Alter. Wir sind einfach mal schon bei minus 600. Oh, Mese. Ach so, soll so eine Show sein, wo man so immer so ein paar Elemente sieht, oder wie jetzt? Das war gerade zumindest sehr auffällig. Ist auch wieder Mese. Okay. Oh, hier ist Ende. Ah, Ende im Gelände. Sehr nice. Schwarz sei. Was? Schwarzalbenheim. Okay. Das hat hier schon so was Monumentales, ne? So diese klassischen riesen Granitbauten, so von Ägypten oder sowas. Sind so Schlafsäle, Räume, meine ich doch. Hier ist was auch immer da ist. Holy shit. Okay, das ist ja Information und Fahrkarten. Hallo. Einmal AB-Karte. Für zwei Personen. Bahnhofsstraße. Holy shit. Okay, das gucken wir uns mal nächste Folge an. Das ist ja holy shit. Das ist ja krank. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Da sehen wir uns mal nächste Folge wieder. Und dann werden wir nächste Folge mal diesen Minenschacht hier in Beäugung nehmen, was der nette Herr da so gebaut hat. Bis dann.